Ah, hier sind überall diese ganzen Viecher und so weiter, die uns gegens Gesicht fliegen. Gegen die Stirn und Augen und so. Und Ohrläppchen und so. Genau, die fliegen uns da die ganze Zeit gegens Gesicht. Und ich habe so ein paar auch in meinen Mund reinbekommen sogar. Die sind mir durch die Zahnlücke durchgeflogen. Das geht doch gar nicht, ey. Das ist voll heftig. Ich fühle mich brutal damit. So, wir haben noch nicht mal 10 Kilometer geschafft. Und ich weiß nicht warum, aber wir haben hier schon unseren Schlafplatz gefunden. Hier vorne ist eine richtig geile Hütte. Sogar mit Mülleimer und sowas. Oh, hier gibt's sogar Wasser. So, der Schlafplatz ist aufgebaut. Ich schlafe hier und hier schläft mein Bruder. Und guck mal, ich habe heute nur meinen Ultralight-Schlafsack dabei. Und es darf auf gar keinen Fall kälter werden wie 7 Grad. Weil wenn es kälter wird, dann wird das damit richtig kalt. Dann werde ich frieren und so weiter. Das ist ein richtiger Sommerschlafsack. Es darf nicht zu kalt werden. Deswegen habe ich den dabei. Das wird richtig geil sein. Aber mein anderer Schlafsack, der fetter ist, also der noch mehr Temperatur aushält, der hat da nicht reingepasst da drin. Weil diese Tasche, diese Fahrradtaschen viel zu billig sind dafür. Genau, nur deswegen. Deswegen habe ich diesen Schlafsack hier dabei. Wir sind jetzt im Schlafsack drin. Es wird richtig geil sein, die Nacht. Wir werden hier jetzt gleich pennen.